Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich noch zur Nadi Shodhana Stufe 3. Was dabei zu beachten ist und wie es technisch aussieht, wichtig wieder ist, dass du einen bequemen Sitz findest, die Kniegelenke gut abgesunken sind und dass du wieder in die Nasenspitzhaltung gehst. Und wenn du auf der einen Seite auf 4 einatmest, auf 8 anhältst, weil das Verhältnis 1 zu 2 hier bestehen soll, und dann in der Ausatmung auch auf 8 gehst, also 1 zu 2 zu 2. Vor der Ausatmung, nach dem Anhalten, kannst du so ganz sanft mal einatmen und dann erst ausatmen. Dadurch löst man nochmal die Anspannung der Stimmritze, die ja in der Anhaltephase schon sehr kontrahiert sind. Genau. Dabei ist es gut mitzuzählen und dadurch das Atemgewahrsein zu entwickeln und auch die Gedankenwelt ein Stück weit dadurch zu beruhigen. Okay, jetzt zeige ich das einmal vor. Im Folgevideo, gleich im Anschluss, werden nochmal die Wirkungen insgesamt zusammengefasst von Nadi Shodhana 3, aber auch von Stufe 1 und 2, was ja als Vorbereitung für Stufe 3 gilt. Und gerade diese Anhaltephase wird auch nochmal betrachtet, weil diese ja ausschlaggebend ist für Stufe 3. Ja, wir integrieren das jetzt auch wieder alles in Lektion 8 und wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Namaste. Ja, in diesem Folgevideo wollen wir euch nochmal zusammengefasst die Wirkungen von Nadi Shodhana Stufe 1 und 2 übergehen zu Nadi Shodhana Stufe 3 nennen. Hier inklusive der Wirkungen während der Anhaltephase. Ja, Nadi Shodhana Stufe 1 und 2, da habt ihr geübt quasi erstmal einseitig ein- und auszuatmen und dann im Wechsel ohne Anhaltephase. Also diese Technik, die initiiert Harmonie. Auf jeden Fall, also einen harmonischen Fluss zwischen der rechten und linken Energiehälfte. Wir wissen ja bereits, dass der Atemfluss, also der physische Atem mit Prana verbunden ist, also quasi Prana diesem physischen Atem hinterlegt ist. Und das ist ja im Grunde das, was sich ja letztlich in unserem System bewegt und durch den physischen Atem gesteuert wird. Was wir durch diese Technik jetzt versuchen wollen, ist eventuelle Blockaden in dem gesamten Energiekomplex, in diesem gesamten Energiekanalnetz zu lösen. Also in erster Linie natürlich in diesem Energiekanal Ida auf der linken Seite startend und auch Pingala auf der rechten Seite startend. Diese zwei Energiekanäle, die haben wir ja auch schon quasi erörtert in den vorangegangenen Lektionen. Wir konzentrieren uns auch erstmal nur auf diese zwei. Über diese hinaus gibt es ja dann noch 70.000 Energiekanäle. Dennoch ist es im yogischen Kontext gesagt, dass diese zwei die absolut wichtigsten sind, neben der dritten, nämlich der feinstofflichen Wirbelsäule Sushumna, die in der Mitte von diesen beiden liegt. Dieser Ausgleich von Ida und Pingala, das bedeutet, dass man dann 12 Stunden am Tag durch Ida oder Ida dominant ist und 12 Stunden am Tag Pingala dominant ist. Also dann das linke Nasenloch quasi dominant ist im Fluss und 12 Stunden lang das rechte Nasenloch dominant ist im Fluss. Das hat angeblich dann wiederum Einfluss auf das Denken und das Handeln. Also wenn jetzt diese zwei Energiekanäle zueinander ausgeglichen sind, also sozusagen die zwei Hauptqualitäten, sowohl die rezeptive als auch die aktive Seite im Ausgleich ist, sodass das eine nicht das dem anderen übergeordnet ist, sondern beide Seiten sind gleichberechtigt, weiblich und männlich sind gleichberechtigt, dass dann auch ein harmonischer Einfluss auf das Denken und Handeln ausgeübt werden kann. Interessant ist, dass auch durch diese Gleichverteilung eine spontane Meditation passieren kann. Also auch vielleicht jetzt nicht nur verteilt am Tag, sondern gerade in einer etwas größeren zeitlichen Sequenz, dass der absolute Ausgleich stattfindet. Also sowohl der Fluss durch das linke als auch durch das rechte Nasenloch
absolut gleichmäßig ist. Und dann kann es dazu kommen, dass man zu einer plötzlichen Meditation, einer plötzlichen Versenkung kommt. Insgesamt wird aber auch rein technisch das Lungen- und Nervensystem auf Nadi-Shodhana-Stufe 3 vorbereitet. Weil man nämlich hier in der Stufe 1 und 2 die kontrollierte Atmung schon mal übt. Also man macht das ja ganz bewusst pro Seite und dann im Wechsel, so dass man halt erstmal seinen Atem als solches schon mal wahrnimmt. Ja, Stufe 3. Dadurch, dass wir jetzt in der Stufe 3 eine Anhaltephase haben, darauf kommen wir ja auch noch mal gleich. Dieses Anhalten hat erst recht einen Einfluss auf das Denken, nämlich dass in dem Moment das Denken wirklich lahmgelegt werden kann. Darüber hinaus sagt man, dass Stufe 3 auch Einfluss hat auf die Vitalität als solches, aber auch auf die Ausgeglichenheit der Emotionen. Also diese schnelle, unkontrollierte Atmung, das hatten wir ja auch bereits, ist ja verbunden mit eher negativen emotionalen Kontexten wie Wut und Ärger. Und diese rhythmische, langsame Atmung ist verbunden dann mit Spannung, Entspannung, Entschuldigung. Auch ist es so, dass Nadi Shodhana Stufe 3 die Reinigungsprozesse mit unterstützt. Also es kann passieren, dass sich dann Ansammlungen an der Hautoberfläche, also Ansammlung von Unreinheiten an der Hautoberfläche zeigen. Das ist dann ein Zeichen von schlechter Ernährungsgewohnheit oder emotionalem Stress oder dass eben dann zusammengefasst auch die Verdauungsorgane nicht so effizient arbeiten können. Auch haben wir hier eventuell eine Lösung psychosomatischer Erscheinungsbilder, also wenn ein Krankheitsbild immer wieder erscheint, chronisch, aber nicht begründbar ist, kann Nadi Shodhana Stufe 3 da entgegenwirken. Ja, hier steigert man dann umso mehr nochmal die Kontrolle über die Ein- und Ausatmung. Also durch dieses Innehalten in der Mitte hat man ja immer wieder diesen neuen Start von Ausatmung und den neuen Start von Einatmung. Dadurch steigert sich nochmal umso mehr die Kontrolle, weil man wieder alles neu beginnt sozusagen und sich ganz auf das Atmen konzentrieren muss. Und auf Dauer oder längerfristig verringert das dann wiederum die Atemfrequenz. Also das bedeutet, man hat weniger Atemzüge pro Minute. Ja, was passiert bei Anta Kumbhaka, die Anhaltephase, auch Abhyantara, Purna Kumbhaka, wortwörtlich übersetzt das innere Anhalten. Ja, wir haben laut Yoga oder laut den yogischen Schriften eine Relation zwischen der Anhaltephase und dem Prana-Fluss. Es ist halt so, dass wir in der Anhaltephase die Möglichkeit haben, die Lebensenergie dann durch diesen Hauptkanal fließen zu lassen, diese sogenannte Sushumna, die wir ja auch schon behandelt haben, um die Energie nicht nach unten wieder abfließen zu lassen, also gedacht durch die unteren Organe, also gedacht durch die Geschlechtsorgane quasi und nach unten hin abfließen zu lassen, sondern diese Energie wieder nach oben zu ziehen, Richtung Kronpunkt, um halt diese Vitalenergie zu exponieren. Die brauchen wir ja. Also letztlich ist es im Grunde die Sexualenergie, die wir umwandeln in höhere Energie für das höhere Bewusstsein. Das nennt sich dann auch Ojas. Das ist eine Subsumierung von Vitalenergie, aber darauf werden wir noch mal kommen als Thema. Nur mal kurz als Exkurs angeschnitten. Jedenfalls wollen wir hier während der Anhaltephase die Lebensenergie ja durch unsere Sushumna fließen lassen, auch für das höhere Bewusstsein. Wie schon erwähnt, haben wir eine Relation zwischen Prana und Denken. Letztlich, wenn Prana in einem regelmäßigen Fluss ist, ist auch das Denken harmonisiert. Was interessant ist, auch ein eigener Erfahrungswert sein kann, ist, dass durch die Anhaltephase diese Tumulte und wirre Gedankenwelt runtergefahren werden kann. Und wenn das so bleibt, dann kommt man zur Einpünktlichkeit, die ja auch Ekagrata genannt wird. Also sich komplett zu konzentrieren auf einen Fokus. Ein Fokus könnte dann auch hier der Punkt zwischen den Augenbrauen sein, ein Mantra oder halt der Atem als solches. Ja, ein schönes Zitat hier in der Hatha Yoga Pradipika.
Während Kumbhaka wird der Verstand stabil und man erfährt Unendlichkeit. Man wird fähig sein, sich intensiv auf Trikuti, das Augenbrauenzentrum, zu konzentrieren. Die Patanjali Sutras, die definieren das nochmal anders. Pranayama ist das Aufhören von Ein- und Ausatmung. Ja, Patanjali geht nämlich auch auf das Pranayama ein. Das hatten wir auch bereits erwähnt, dass das Pranayama, also mit zwei A in der Mitte geschrieben, bedeutet, dass man im Grunde die Anhaltephase ausdehnt. Und je mehr man diese natürlich ausdehnt, kommt es ja irgendwann dazu, dass das Ein- und Ausatmen nicht mehr nötig ist. Es gibt tatsächlich Yogis, die nur durch die Lebensenergie leben und das Atmen, das physische Atmen, nicht mehr benötigen. Ja, die Technik, die ist ja bereits gut erwähnt worden, das Verhältnis von 1 zu 2 zu 2 ist einzuhalten. Das heißt, wenn du auf 4 einatmest, dann auf 8 anhalten und auf 8 ausatmen. Die Anhaltephase sollte wirklich nur ganz langsam wieder gesteigert werden und das nach dem ganz eigenen Impuls. Was interessant ist oder auch ein kleiner Hinweis sein könnte, dass man nach der Anhaltephase kurz sanft einatmet bei der jeweiligen Nasenlochseite, sag ich mal, die jetzt geöffnet wird, und dann erst ausatmet, weil das löst die Anspannung in der Stimmritze und bereitet aber auch die Atemmuskulatur auf die kommende Ausatmung vor, und dann wird das ein bisschen einfacher mit diesem Übergang von Anhalten zum Ausatmen. Ja, was man hier auch als Unterstützung gut nehmen kann, ist das Zählen, weil man dadurch das Gewahrsein ganz auf seinen Atem beziehen kann. Es entspannt aber auch den Verstand und man kommt dadurch vielleicht besser noch zur Einpünktigkeit. Also die Gedanken werden quasi umgelenkt zum Zählen und man hat natürlich auch eine Exaktheit im Verhältnis 1 zu 2 zu 2, wenn man die Sekunden mitzählt. Man sollte auf jeden Fall aufhören, wenn es zu Schlaflosigkeit kommt, weil das System ja auch aufgeladen wird durch Nadi Shodhana, oder bei zu extrem Hervorkommen von Unreinheiten an der Hautoberfläche. Dann soll man erstmal eine Pause einlegen, dann arbeitet das System ja von alleine schon sehr stark, oder die Hautunreinheiten, die ein Zeichen von tiefer liegenden Unreinheiten sind, die müssen ja dann auch erstmal abgearbeitet werden. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß mit Nadi Shodhana Stufe 3 und auch mit der Lektion 8. Alles Liebe. Ciao.